diesen Schlüssel nun lösen. 6-4, Geröll, Gerümpel. Schauen, was uns hier erwartet. Oh, das Level mit diesen riesen Viechern, ja, riesen Kugeln, ja, genau. Ja, das erinnere ich mich gut. Da habe ich lange gestruggelt immer. Geht sie direkt schon nach links weiter? Könnte. So, dann öffne ich das Ganze mal. Ah, oh, dann darf ich klopfen. Och, nee. Okay. Ja, das Level ist mit den ganzen Kugeln aufgebaut. Okay, erstmal nur ausweichen. Das kriege ich ja hin. Jetzt habe ich schon direkt was falsch gemacht, I guess. Weil ich muss hier natürlich auch was mal hoch für den Kollegen. Bist du ein Bonus? Tatsächlich sogar. Geschafft. Oh, danke, dass du wieder da bist, Plattform. Sonst wäre der Jump ein bisschen tricky gewesen. Warum versperrst du mir jetzt eigentlich den Weg? Kannst du nur. Guck, bist du Teil drin? Geschenkt. Diddy Fass, nehme ich dich mit oder lasse ich dich hier? Ich nehme dich mal mit. Dann kann ich mir auf jeden Fall gut wieder heilen, wenn ich einmal getroffen werde. Aber habe ich im besten Fall 5 Leben. Okay, mein Ding ist weg, mein Fass. Ja, das Level ist halt nicht einfach. Sieh, bei der braucht man eben nicht viel Zeit zu blasen auch. Ich will da hoch. Danke. Jetzt spielt das Ganze noch im Hintergrund. Und wenn da jetzt kein Booster drin ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, danke für nichts. Halt genau abchecken, wie viel Zeit man noch hat, wann die Kugel wirklich genau gerade ist im Vordergrund. Wenn sie gerade schon runterfällt, das ist ganz tricky so. Sicherheit ist hier jetzt was drin, oder? Ja. Oh mein Gott, du darfst nicht wegfliegen. Junge. Knapp. Warum muss das jetzt sein? Nicht, dass wir treffen. Weil man das sowieso in Diddy Fass ist. Was ich jetzt auch erstmal mit. Nehme. Aber hier werde ich schütteln, das heißt, ich werde es jetzt gleich wieder wegtun müssen. Also den Buchstaben kann ich noch damit holen. Aber ich hoffe, dass dieses Element mit den automatisch abklappen der Plattform nicht weiter vorkommt, weil das ist fies. Aber ja, mal schauen. Ja, hier ist jetzt wieder ein Checkpoint. Boah, da sieht man schon diese riesen Kugel. Oh, Junge. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommen größere Kugel, wo man sich hier zu den Spalten ducken muss. Das perfekte Momentum bekommen. Ja gut, das ist die Bananen-Coin, die kann sich verpissen. Junge, und dann, da ist hier ein Busteil geschenkt, also verstehe ich auch nicht, wenn es da nicht dahin getan ist. Muss der Moment sein, oder? Knapp, aber ja. Immer zwei Kugeln, es sind immer zwei Kugeln. Danach hat man Zeit. Gib mir das G, danke. Haben wir alle Buchstaben und ich bin die verloren, so unnötig vor allem. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Wir sollen richtig mal schießen. Oh, man sieht das so ein Tintenfisch da. In Steinform. Okay, was passiert hier? Oh Junge, ist das noch ein Riesending. Weil ist jetzt unten ein Secret oder da rechts? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe erstmal nach rechts. Weil von unten komme ich nicht mehr hoch. Nicht zweiter, oder? Hier. Ja, hier unten ist ein Secret nur. Weil das hier müsste jetzt eigentlich das Ziel kommen. Oh mein Gott, da kommt ein Flo. Oh mein Gott, da hoffe ich. Ja, schon 100% hier. 5-6 Gefahr auf dem Plateau. Okay, ein Plateau ist eine Riesenfläche. Wie soll das dargestellt sein? Warum sind hier jetzt schon wieder Schienen? Es gibt kein zweites Minecraft-Level hier drin, oder? Egal. Rampi. Es gibt ein Rampi-Level hier. Dann habe ich ja null Erinnerungen mehr. Oha, wie ist dieses Puzzleteil? Okay, es stürzt jetzt mal wieder alles ein. Ach doch, jetzt kommen so ein paar Erinnerungen hier an das Rampi-Level. Ja, ja, und du kannst diese ganzen Polen auch zerstören. Rampi ist da stark genug dafür. Oha, jetzt schon erster Checkpoint. Das ist gerne mit, aber auch mal alles zerstören. Es könnte doch in irgendeiner Kugel mal ein Puzzleteil drin sein. So, das sind Dinge, die ich nur mit Rampi zerstören kann. Für Bonus. Custom Bonus für die Welt sogar. Der ist neu. Deshalb habe ich auch so viel Probleme. Ich war absolut überfordert gerade hier. So, oh, jetzt habe ich. Jetzt könnte es sein, dass ich einiges geskippt habe. Ne, ist noch ein bisschen was. Ja, okay, jetzt wird der Kaktus, den ich geskippt habe, aber okay. Da ist auch nichts Wichtiges drin. Ich habe die Befürchtung, das war der beginnt jetzt erst. Jetzt war mir nicht so klar, dass hier was drin ist. Ja, hier wird wahrscheinlich jetzt alles einstürzen. Dann. Los! Rampi, ich habe Rampi irgendwie vergessen. Das ist nicht gut. Es darf jetzt kein Secret mehr mit Rampi kommen. Das habe ich dann verloren.
Okay, das Puzzleteil. Ja, das fällt ja alles ein. Okay, Checkpoint. Das heißt, nach dem Checkpoint müsste eigentlich ein frischer Rampi kommen oder die Möglichkeit, dass man einen neuen bekommen kann, weil. Wäre schon fies, jetzt noch ein Sequence damit einzubauen. Aber ich hab ihn einfach vergessen. Weil ich an dieser einen Blase. Das ist so dumm. Das war so dumm von mir. Wir haben schon mal alle Buchstaben. Ich hoffe einfach, dass jetzt kein Sequence kommt. Ach, Mann. Ja, ich werde es dann nochmal spielen werden müssen. Soll ich jetzt hier alles einsammeln? Okay, das ist jetzt so ein Flammenrad, das heißt, das würde selbst Rampi verletzen, aber nee. Aber es gibt hier auf jeden Fall, ich werde jetzt mal einfach alles einsammeln. Oh, ein Herz. Wow, was ich direkt wieder verliere, das ist lost. Doch, hier war jetzt tatsächlich sogar ein Puzzleteil drin, aber es wird nur von diesem einen Ding, ja. Wer ist eine, werde ich jetzt kurz mit Rampi nachholen, weil ich die diesmal nicht vergessen werde, hoffentlich. Boah, es gibt tatsächlich wirklich nur am Start Rampi. Weil kein irgendwie Checkpoint oder Level gibt es noch bei Rampi. Nur am Anfang ist mein Secret. Das ist so krass. Ich finde auch sehr interessant, dass es Level Plateau heißt, weil es ist wirklich relativ kurz, finde ich. So, jetzt dieses unnötige Secret noch unten. Das ist unnötig. Ja, es soll schon belohnen, dass man Rampi bis zum Ende behält, aber ich habe es halt so dumm einfach abgegeben, mein Rampi. Beziehungsweise auch nicht mal abgegeben. Ich habe ihn einfach vergessen. Nein, Rampi! Komm, das Level will ich diesmal aber mit dir beenden. So. 6-6, Größe, Schlucht. Boah, die Blume ist versteckt. Ja, da wird wohl eins drin sein. Okay. Was ist das für ein Level? Das sagt mir gerade so gar nichts. Ne, fast kann ich nicht mitnehmen. Na gut. Hier wird wahrscheinlich wieder eins sein. Es gibt hier wieder 9. Ach, ich hasse Level, wo es 9 gibt. Es wird sehr viele Secrets geben und kann leicht mal eins übersehen. Na gut, jetzt stürzt ja alles ein. Diese Schneckenschalen da, das ist ganz geil. Hier mit dem Grund. Ach, ich glaube, ich habe eine leichte Erinnerung, welches Level es sein könnte. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es. Ja, später könnte man. Schauen wir mal, es stürzt auf jeden Fall bisher alles ein, weil es gibt so eine Art Piratenlevel in der Welt. Das könnte das ja tatsächlich sogar sein. Oder es gegen Ende. I don't know, mal schauen. Level, wo einfach alles einstürzt, so. Ja, sieht zumindest auch gerade ein bisschen so aus. Hier könnte halt überall was sein, das ist so asozial. Ja, da, das wird ein Secret sein. Nice. Ja, dann geht das ganze Rutschenzeug los. Ach, geil mit den Fossilien hier. Wegfallen. Machen wir mal weiter. Es muss doch bald wieder ein Secret kommen, eigentlich. Habe ich wieder irgendwas verpasst? Ah, genau so. Kriege ich eigentlich jetzt schon, dass ich das Level 2 machen muss? Was ist das Level mit der Kugel hier? Verstehe. Von der müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal entkommen. Das ist gar nicht mehr so einfach. Die One-Hit ein zusätzlich noch. Und es ist ein bisschen zeitbegrenzt auch. Okay, ich habe ein Puzzleteil, das habe ich. Aber ich werde so riechen, dass ich jetzt sterben werde, ja. Kriege ich das jetzt schon? So, Buchstabe habe ich. Ach, ich muss auf das warten erstmal. Okay. Bist du immer runtergekrast? Ich habe da irgendwie voll ein fieses Puzzleteil, wo man extrem viel Zeit braucht. Aber genau. Ja, da muss ich hochspringen. Oh mein Gott, kann ich das wirklich für Shrines Passage? Hier ist nochmal eins. Das war alles viel Zeit. Ich habe die Wand jetzt nicht gesehen, weil meine Augen nur auf diesen Buchstaben gerade waren. Oh mein Gott, hier ist. Was? Wie soll man das rein zeitlich schaffen? In der Blume ist halt noch ein Puzzleteil. Oh, jetzt habe ich's. Ja, aber. Pop, oder? Da muss man sich so oft zu sagen. Okay, jetzt Buchstaben. Es fehlt enttäuscht noch ein Puzzleteil. Da muss ich jetzt runterspringen, oder? Ich vertraue. Ja. Ja, tatsächlich muss ich mal am Ende eines Levels einfach runterspringen. WTF. Wie fies, gut, ich das gesehen habe. Ja, echt schweres Level. Gut, dass ich es first tried habe, mehr oder weniger. Zumindest 100% gefirst tried. Jetzt passiert das einzigste Mal in diesem Spiel, dass auf einmal jeder Weg zusammenbricht. Man darf nochmal zwei weitere Level spielen. Tschüss, Schauk. Das wird jetzt das Piratenlevel sein, wo ich meinte, wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum es gemacht wird. Egal, machen wir das Level. Es ist interessant, dass man hier öfters mal so Schienen sieht am Boden. I don't know, warum.
Ah ja, jetzt hat man hier einen Piratenlevel und muss natürlich jetzt die Krebse zurückbringen. So, hier wird ein Puzzleteil drin sein. Was? Aber hier, oder? Was? Muss ich mich verarschen? Hier ein Bonus drin sein, ja. Nice. Boah, da wurde ich jetzt weit nach vorne gepusht. Soll ich zurückgehen? Nein, komm schon. Also da habe ich cool in Erinnerung auf jeden Fall. Einfach vom Stil her und so. Sieht jetzt keiner genau, wie die hier waren. Boah, wie das alles hier. Na, du bleibst so, wie du bist, okay. Kann ich da jetzt hingehen? Ersten Buchstaben. Und jetzt geht's los. Ja, diese Kanonenkugel, spielt das Level auf, die ist hier automatisch ausfahren. Ist auch gar nicht mal so einfach. Okay, hier links scheint nichts zu sein. Da unten aber. Na, da muss ich von rechts aber rein. Okay, so, genau hier. Es gibt auch nicht so viele Puzzleteile hier. Jetzt geht das ganze Ding aber erst richtig los. Das hier. Und jetzt muss man hier sich das merken oder einfach ein Gefühl haben. Okay. Boah, es dauert echt lange, bis es wieder ausfährt. Jetzt muss ich zurückgehen, ja. Das ist relativ fies, weil normalerweise würde man einfach sagen, okay, ich spring weiter. So, okay. Ich glaube, die schwierigste Stelle ist jetzt damit geschafft sogar schon. Ich habe immer Angst, dass da irgendwie links noch was sein könnte, aber I don't know, war bis jetzt niemals so. Oh, wie knapp das alles ist, aber es sieht doch echt geil aus, so. So, auch Atmosphäres Level, kann das Level auf jeden Fall gut mithalten. Hoch jetzt. Ach, über das hier. Wie positioniere ich dich jetzt? Am besten nach hier unten. Ja, dann will ich da hochkommen, fast. Jetzt aber. Okay, ist hier oben noch was? Nee. Ah, hier runter geht's noch. Ja, Bonus. Boah, krass. Ich werd's übersehen. Okay, gut. Was bringt das hier jetzt? Puzzleteil, oder? Puzzleteil raus. Nicht? Nur Bananen? Okay. Dann geht das ganze Scheiße weiter, leider. Ich springe einfach drüber. Ist mir sowas von egal. Checkpoint. Das heißt, Level ist noch nicht verendet. So, jetzt werden wir auch noch angehittet. Gar nicht nice. Bist du Puzzleteil? Nein. Zwei Buchstaben fehlen noch, ein Puzzleteil. Okay, da ist ein Buchstabe. Das heißt, habe ich jetzt keinen verpasst? Hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass ich Buchstaben vielleicht verpasst haben könnte. Aber jetzt geht die ganze Action nochmal weiter. Eine weitere Runde. Ich springe hier schon ran halt. I don't know. Ich sehe das Puzzleteil. Wie komme ich in den Vordergrund jetzt? Ich muss irgendwie in den Vordergrund. Dann geht das Level im Vordergrund einfach weiter. Ja, tatsächlich. Ich muss aber nach links. I don't know. Ich glaube, rechts wird es normalerweise weitergehen, aber ich brauche das Puzzleteil hier. Und dann kann ich mich jetzt durch dieses ganze Passage hier durchschießen. Ich habe, glaube ich, gut was geskippt jetzt, aber egal. Level ist 9% beendet.